Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dubonia. Ihr seht, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich weiß nicht, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Ich habe gerade noch eine weitere Folge gemacht, bin aber leicht verzweifelt und deshalb habe ich die Folge auch gelöscht und so. Wir haben schon drei der vier Dinge alles zusammen. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind wirklich. Tut mir leid in dem Fall. Aber drei der vier Dinge haben wir schon zusammen. Das kann ich euch mal kurz hier anhand der Liste zeigen. Wir haben den Seitenschneider, die Zahnbürste und den Proviant. Die Zahnbürste, wenn ich das nicht in der letzten Folge gezeigt habe, bekommt ihr, wenn ihr den Pampur von der Toilette nimmt, hier aufmacht, dann bekommt ihr hier ein macht ihr es hier auf, bekommt hier eine Mausefalle und die bestückt ihr mit einer Wasabi-Nuss und bekommt dann auch zusätzlich, ja, wie soll ich sagen, die Zahnbürste, die packt ihr um ein. Wasabi-Nüsse, wie gesagt, hier unten mit dem Ölglas, was ihr zuerst ausschüttet. Bäuschenschneider war ganz oben hier gewesen. Und das vierte mit dem Topf. Und ich habe mich jetzt mal belesen. Ich habe wirklich hier wie ein Irrer hin und her gerannt. Hab gedacht, komm, vielleicht gibt es hier irgendwo noch eine Socke oder so. So, wir gehen hier hoch. Seht ihr da, was ich sehe? Und darauf bin ich hier gekommen. Ich habe immer hier auf diese scheiß Koffer, auf den Koffer geendet, aber nicht auf das Kissen. Wir drehen das Kissen um. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Da ist die Socke. Sockenpaar ist da. Packen wir rein. Socken? Check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Und jetzt passt es. Kasten zu. Dann kann's ja losgehen. Nehmen wir mit und weg geht's. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine illusianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Ja. Wir sind draußen. Das hat nur eine halbe Stunde gedauert bei mir. So, Kapseltür geht auf. Wir so, legen den und Kopf wohin jetzt damit? In Staufach. Das Staufach ist zu. Wir gehen nochmal nach rein. Oder nee, warte mal. Schraubenzieher. Wir machen hier mit dem Schraubenzieher. Gehen mal hier hin. Hau mal gegen das Staufach, vielleicht geht's auf. Da muss nichts geschraubt werden. Okay. Da habe ich jetzt lange genug dran rumgeschweißt. Im Koffer ist kein Platz. Okay. Oh. So. Und nun? Ich wollte den Koffer schon. Koffer rein. Na geht doch. Batterie. Das habe ich doch gerade erst da raus. Gehen wir rüber. Dafür reicht das Kabel nicht. Lieber nicht. So, und wohin jetzt damit? Auf den Sitz. Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Na komm. Kapseltür zu.
Gehen wir mal rüber, kalibrieren jetzt mal den ganzen Schüssel neu. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vor... Okay, Kapseltür, komm, geh zu. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Okay. Und Herrn Zulach da oben. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Aber wie hält sie? Und wichtiger noch. Aha. So, wir schweißen mal das alles an. Das sitzt auch so schon fest genug. Das sitzt auch so. Schiene. Aber wie hell und wichtiger noch, wo soll. Warte mal. Kombinieren wir. Ist jetzt wohl überflüssig. Okay. Niemals. Und Toni wird es nicht noch. Das ergäbe sich. Ist doch was für Anfänger. Okay. So, Wenzel. Gut. Komm. Nochmal. Nee. Komm, wir nehmen es jetzt irgendwie hier ran montieren. Hier ist jetzt wohl über. Das sitzt auch so schon. Warte mal. Wir ziehen nochmal das raus. Das habe ich doch gerade. Staufach. Okay, schließen wir das Staufach wieder. Was geht denn da unten eigentlich ab? Würde mich jetzt mal so interessieren. Warte mal, die Lunte. Aber wie hält sie denn? Und wichtiger noch. Ja, das würde mich jetzt auch interessieren. So, und wohin jetzt damit? Jetzt ist mal kurz. Aber kann er mir nicht helfen? Er ist so schrecklich ungeschickt und dumm. Ohne einen guten Freund wie mich wird er es ganz schön schwer haben. Okay, an die Kapsel. Da passt sie wohl nicht hin. Aber wie und wie. Okay, wie sollen wir. Warte mal. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgend. Hier ist jetzt wohl über. Ich brauche einen Ersatz. Gehen wir nochmal ins Toris Haus. Warte mal. Na komm, wir reden nochmal mit dir schnell. Hey Wenzel, was gibt es? Wegen des Plans. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt. Aber. Wohin soll ich die? Wohin bloß mit der Batterie? Ja, das würde mich interessieren. Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Klar musst du das. Noch was? Was passiert, wenn, was ich, passiert, alles wenn ich alles verstaubt habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh. Also, packen und puff. Naja, zumindest bestimmt. Nichts aber. Diesmal werde ich jetzt dir. Ich werd's all. Es wird auf die noch irgendwelche Probleme. Und diesmal wird's klappen. Wird es klappen. Ich weiß es halt. Klar, Rufus. Natürlich. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Schon ein Anzeichen des Organons? Schon ein Zeichen vom Organon? Ja, Organon, aber sie meine werden ich. Da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Mach es gut, Wenzel. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Du bist sicher traurig, dass du nicht mitkommst. Du bist sicher traurig, dass du nicht mitkommst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Was glaubst du? Gibt es da was? Glaubst du auch?
dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Glaubst du, dass du überhaupt da noch arbeiten musst? Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Elysiums Frauen? Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Was weißt du sonst noch? Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Und ich muss weitermachen. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Gehen wir nochmal ins Haus rein. So. Jetzt... Gehen wir durch die Tür mal gucken, ob wir da irgendwelche Sachen noch haben, die wir brauchen können. So. Oh, die Klingel. Gehen wir mal zum Briefkasten. Kein Problem. So. Schrauben wir mal dich auseinander. Nehmen dich mit. Oh, Hanek. Hi, Hanek. Hallo, Hanek. Hi. Na, Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel wieder gesperrt? Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, wisst ihr das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du Tori irgendwo gesehen? Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni, meine ich. Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schief gehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja, der Plan ist an sich perfekt, aber... Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss jetzt noch das fertig bauen. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Okay, ich habe nur den Sitz ausgebaut und ich weiß nicht, wo ich alles befestigen soll. Ich habe den Sitz ausgebaut, aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Das gibt es doch gar nicht. Und ob... Ich hatte mal einen und er war auch ganz bequem, bis ich den Schalter gefunden habe. Okay, ich habe schon die Idee, wie. Ich krieg das schon hin. Sicher. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Gut. Dann guck mal hier. Eins, zwei. Sattelförmig und mit einem Fach, wo die Batterie exakt reinpasst. Und wenn ihr jetzt Autos hört... Vielleicht habe ich meinen Ersatzsitz gefunden. Ich habe das Fenster nur offen. Niemals. Und Toni wird es... Ich habe nur alles offen bei mir, das Fenster, weil ich sonst verglühen würde hier bei mir. Na gut, gehen wir mal wieder rein. Gehen jetzt da raus. Und bauen uns jetzt die Fluchtrakete weiter, liebe Leute.
Herr Wenzel sitzt ja immer noch dort. Hallo Wenzel. Lang nicht gesehen, lang nicht vermisst, oder? So. Denn jetzt können wir Sitzchen einbauen. Klick, klick. Passt. Dann bauen wir dich dazu. Hier ist jetzt wohl über. So. Batterie rein. Passt. So, der Flug. Jetzt muss ich nur noch. Türe zu. Okay, jetzt gehen wir zum Bedienungspanel und machen jetzt mal alles bereit. Oh. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Warte mal. Ich will jetzt mal kurz erstmal den Pokémon sprechen lassen. Moment. So, nachdem wir uns jetzt durch die ersten Hürden und das Kofferpacken gepuzzelt haben, können wir auch gleich schon nachspielen, wie Rufus seinen ersten Fluchtversuch in Richtung Elysium raus aus dem Müll startet. Und ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch gleich mal Rufus zu fragen, dieses Ziel Elysium. Wir haben uns halt immer gewundert, beziehungsweise wir haben auch viele Kommentare von unseren Spielern bekommen. Mal einfach reden lassen. Was für dich? Ich meine, dort ist doch alles sauber und aufgeräumt. Also mir hat man das so, ich war ja nie dort, wie du weißt. Mir hat man das so erklärt, wenn man Deponia mit Berlin vergleicht, dann könnte man Elysium eher mit München vergleichen. Also es ist deshalb so aufgeräumt, weil immer Leute aufpassen, die einem sofort auf die Glocke hauen, wenn man irgendwie einen Bleistift fallen lässt oder eine Zigarette ausdrückt. Ich glaube, das wäre was für mich, so überwachungsmäßig. Ich glaube, das entspricht mir sehr, aber ich war ja nie dort. Ich kann mir das auch nur vorstellen. Also ich glaube, ich würde Elysium ganz gut tun. Ich bin vielleicht der kleine Haufen Hühnerscheiße auf dem Hühnersalat, der dem Ganzen die richtige Würze gibt. Ich meine, jetzt wo ich das so sehe, das weiß der User ja gar nicht, was man da durchmachen muss. Also an dem Tag war es wahnsinnig heiß. Das sieht ja aus wie ein kühler Frühlingsmorgen, wo gleich Sekt gebracht wird oder so. Also wir hatten den ganzen Tag, das muss ich jetzt mal sagen, wir hatten den ganzen Tag überhaupt kein Catering und es waren 67 Grad, so gefühlt. Und nee, es war grässlich. Also ich wundere mich, wie nett das aussieht. Ich muss sagen, da hat uns hier der Wetterdienst ein kleines Schnippchen gestartet. Okay. Es weiß ja niemand, dass die Aufnahmen zu dieser Szene halt genau in den Zeitraum des großen Kachelmann-Prozesses fielen. Und uns wurde nämlich gesagt, dass es da in dieser Szene Regen geben sollte. Und tatsächlich ist es so, und das ist jetzt tatsächlich ein ganz harter Fakt, dass ich ursprünglich geplant hatte, diese Szene im Regen zu drehen. Das heißt, wir kommen später nochmal in den Raum zurück im Spiel. Es gibt so ein Foto, ja, weiß nicht, ob du... Ach, lassen wir es mal. Dieses Gequatsche geht mir nur auf den Senkel. Verlassen, Anleitung überspringen. Naja, wir... Zack. Yep. Oh, da lang geht's schon mal nicht. Da geht's nicht. Gehen wir dahin. Gehen wir dahin. Gehen wir dahin. 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 Zurück. Nochmal zurück. Ah, dammit. Dahin. Oh Gott. Reset. Sag mal, funktioniert das Ganze über eine Cashewkern oder was? Und damit. So.
Zack. 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 So, eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Shit. So, runter. Drei, das heißt, wir müssen auf dem Feld sein. Haha! Perfekt! Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und... Bam! So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Da! Hi. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Jetzt betreust du es. Komm. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Es ist ein finaler Abschied. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten, ich werde dich nicht mitnehmen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten, ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ich gehe fort, für immer. Ich gehe fort, für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Jetzt wird's spannend. Und Horrido! Tschüss! Ah, der Organon. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar... Hasebossenbabelschussen... Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nüten. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Autsch. Autsch. Jo. Schön zu wissen, liebe Leute. Ja, die Flucht hat relativ funktioniert. Wir sind auf den Organon. Die schmeißen Sachen runter. Ja, und wie es dann weitergeht, liebe Leute, sehen wir in der nächsten Folge von The Pony 1. Wenn wir versuchen, Rufus runterzubekommen. Oder hochzubekommen eher. Naja, gib einen Daumen nach oben für mehr Folgen von Deponia. Wir sehen uns. Alles Gute. Bye, bye und ciao. Leute.